Ja, eigentlich habe ich heute am Drehtag vorgehabt, ein Video aus Arnis an der Schlee zu machen zum Thema, was ist eine Stadt? Aber ich bin ganz froh, dass ich mich dagegen entschieden habe, sondern hier in Heide mit dem Fahrrad, das steht hier, so ein bisschen meine Runden drehe jetzt, weil heute ist regnerisches Wetter, da macht so ein großer Ausflug am Ende keinen Spaß. Und deshalb bin ich jetzt einfach mal hier auch am schönen Heider Wasserturm. Das ist auch ein Ort, wo man sich mal schön hinstellen kann und über ein interessantes Thema reden kann. Wie gesagt, das Thema der heutigen Folge von Raumplanung in 3 Minuten ist die 4 Wände. Was meine ich damit? Damit meine ich die 4 Wände, die wir brauchen, um eine Nachhaltigkeitswende, eine nachhaltige Veränderung unseres Lebens und unseres Umgangs mit der Natur zu erreichen. Und das sind die Wärmewende, die Mobilitätswende, die Energiewende und die Ernährungswende. Und nur wenn wir diese 4 Wände wirklich alle umsetzen in allen Bereichen, dann können wir es schaffen, ein nachhaltiges Leben zu erreichen. Der Begriff Energiewende ist sicherlich den meisten von euch bekannt. Damit ist eben gemeint, dass wir unsere Energieversorgung so umstellen, dass keine Abgase mehr in die Luft emittiert werden. Das heißt, CO2-arm, methanarm und schwefelarm Energie erzeugen. Und das Beste ist natürlich, wenn wir das mit regenerativen Energien schaffen. Also Solarenergie, Windenergie und Wasserkraft. Ein wichtiger Bestandteil der Energiewende ist die Wärmewende, die aber auch separat davon betrachtet werden kann. Mit der Wärmewende ist eben gemeint, dass es so, wie oft die Energiewende verstanden wird, eben nicht nur darum geht, dafür zu sorgen, dass unsere Stromerzeugung nachhaltig und regenerativ wird, sondern auch unsere Wärmeerzeugung. Und das ist ein Aspekt, der noch viel zu krass vergessen wird, denn sämtliche Heizungen, die wir haben, laufen noch über Gas und andere nicht nachhaltige Stoffe. Und wenn wir wirklich eine Nachhaltigkeitswende haben wollen, eine Energiewende haben wollen, dann muss auch das umgestellt werden. Und gerade hier sagen halt viele, dass es ohne Geothermie und Atomkraft wahrscheinlich nicht funktioniert, wenn wir zeitnah radikal aus Kohle und Gas aussteigen wollen. Bei der Verkehrswende handelt es sich bekanntlich um eines meiner Steckenpferde. Dazu habe ich sogar mal ein eigenes Video hier auf meinem Kanal gemacht. Das verlinke ich mal oben in den Infokarten. Ernährungswende meint letztlich, dass wir auch unsere Ernährung umstellen müssen. Wir müssen vom Massenkonsum weg. Wir müssen weniger Fleisch essen. Wir müssen nachhaltiger und gesünder essen und sollten nicht mehr so viel aus aller Welt exportieren, weil das ist im Endeffekt auch nicht gut für die Umwelt. In allen 4 Bereichen sollte jeder so viel probieren und so viel machen, wie ihm möglich ist, ja, um seinen Beitrag zu leisten. Der größte Beitrag liegt dabei letztlich bei den großen Industrien, denn solange die großen Industrien nicht auf Solarenergie umsteigen, wird sich natürlich da nicht viel tun, denn die machen natürlich den meisten Anteil an den Emissionen. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, ich habe heute die 3 Minuten geschafft. Wenn ihr noch Fragen zum Thema habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wenn ihr auch gut findet, dass wir uns mehreren Bereichen widmen und nicht nur auf einen konzentrieren, um eine Nachhaltigkeitswende zu erreichen, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Und wenn ihr weitere solche interessante Videos haben wollt, abonniert gerne meinen Kanal. Ich sage an dieser Stelle erstmal Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!